Das ist er, der erste serienproduzierte Suzuki von 1955. Angefangen hatte alles 1909 in Japan mit Webstühlen. Schon 1936 wollte Suzuki die japanische Bevölkerung mobilisieren. Erst mit motorgetriebenen Fahrrädern, bis dann schließlich vor 60 Jahren der Suzu Light in Japan auf den Markt kam. Heute, vor 35 Jahren, haben die Japaner dann auch den Sprung nach Deutschland gewagt. 1980 war das Startjahr für Suzuki im deutschen Markt, und zwar mit diesem Modell, dem LJ80. Aus heutiger Sicht würde ich ihn eher als rustikal bezeichnen und ein bisschen eng. Und auch das Getriebe ist eher abenteuerlich als komfortabel. Aber das hat sich ja geändert. Als 1970 der erste Geländewagen in Japan auf den Markt kommt, ist Suzuki in Deutschland mehr als Motorradhersteller, denn als Automarke bekannt. Das ändert sich schlagartig mit der Entwicklung der erfolgreichen LJ-Reihe. Jetzt kommt LJ. Das ist das verrückte, vernünftige, lustige, sparsame und goldigste Auto der Welt. LJ ist das stadttaugliche Geländeauto und das geländetaugliche Stadtauto. Ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt, kommt LJ als allradgetriebenes Mehrzweckfahrzeug zu einem sensationell niedrigen Preis auf Deutschlands Straßen. 1980 ist Suzuki in Deutschland auf den Markt gekommen. Damals mit einem kleinen Geländefloh, dem LJ80, der für 12.500 D-Mark damals Allrad für jeden bezahlbar gemacht hat. In den Folgejahren kamen dann auch die ersten Kleinstwagen mit dem Alto und mit dem Swift. Und mittlerweile haben wir ein ganz ordentliches Line-Up im Bereich Kleinstwagen, Kleinwagen und Allradfahrzeuge. Viel Platz auf wenig Raum, drei Zylinder, außergewöhnliche Ausstattung. Mit diesen Vorzügen trumpft ab 1981 der kleine Suzuki Alto gewaltig auf. Nur 120 Exemplare des zweisitzigen Mikro-Cabriolets Suzuki Cappuccino kommen Mitte der 90er Jahre auf den deutschen Markt. Wer eines der ultraleichten Spaßfahrzeuge ergattern will, musste ab 1994 schnell sein. Zu diesem Zeitpunkt offerierte der Cappuccino in Japan bereits seit 3 Jahren dynamisches Frischluftfeeling. Als Trendsetter erwies sich Suzuki auch bei den Mikrotransportern. Damit starteten sie 1960 auch ihren weltweiten Automobilexport. Carry hieß der Kleine. Für Handwerk und Gewerbe stellte sich der Hochdachzwerg mit 1,86 Meter Höhe als äußerst praktisch heraus. Also wenn wir über Suzuki sprechen, spielt natürlich Allrad eine sehr, sehr große Rolle. Und deshalb werden wir natürlich auch weiterhin Fahrzeuge mit Allradantrieb bringen. Konkret Concept Car IM4, das wir in Genf vorgestellt haben. Fahrzeug, das jetzt in absehbarer Zeit auf den deutschen Markt kommen wird. Ein A-Segment-Fahrzeug, also ein Kleinstwagen, der auch Allradantrieb bietet. Und bei dem Vitara, dem neuen beispielsweise, haben wir auch einen intelligenten Allradantrieb. Also Sie sehen, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Varianten von Allrad. Für die jeweilige Situation immer das Passende. Und das werden wir natürlich auch in Zukunft pflegen. Der Vitara hat natürlich nicht mehr so viel gemein mit dem LJ80. Aber das ist auch gut so, denn er ist geräumiger geworden. Das Getriebe ist ein Traum. Und auch insgesamt ist die Verarbeitung deutlich besser und zeitgemäßer geworden. Und von daher fährt Suzuki wahrscheinlich einer guten Zukunft entgegen, und das vor allen Dingen auch im Allradbereich.